Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Maya-Kalender am 7. Juni 2019. Die alten Mayas haben die Natur beobachtet, die kosmischen Einflüsse beobachtet, die wiederkehrenden Zyklen beobachtet und sie hatten ein perfekten Kalendersystem. Ein Teil wurde durch die Inquisition zerstört, aber ein Teil ist noch erhalten geblieben und das möchte ich vermitteln. Auch wenn das für uns etwas fremdartig erscheint, es lohnt sich im Einklang zu sein mit diesem Kalender. Dann sind wir im Einklang mit der Natur und im Einklang von kosmischen Einflüssen. Die Mayas haben die sogenannten Wellen. Wellen bedeuten Frequenzen oder Schwingungen. Und eine Welle dauert 13 Tage lang. Wir befinden uns gerade in 14. Wellen. Und diese 14. Welle dauert bis 10. Juni 2019. Diese Welle heißt Ok und herrscht auch diese Zeichen. Übersetzt bedeutet Hund. Natürlich ist die Kraft Tier Hund. Und in dieser Zeit, abschließend bis 10. Juni, sind Themen wichtig, wie Vertrauen zu gewinnen, die inneren Stärke verspüren, Freundschaften pflegen, die inneren Wahrheit finden, etwas in Ordnung zu bringen in unserem Leben, offen zu sein für einen Neuanfang und Vertrauen, das göttliche Führung, Vertrauen, das göttliche Ordnung und Vertrauen, das göttlichen Schutz. Diese Welle heißt, das ist die Hüter der kosmischen Ordnung. Beeinflusst diese Welle unseren Instinkt, unsere Intuition und unseren Geruchssinn. Wir befinden uns gerade im 10. Tag in diesem 14. Welle und die Zahl 10 wirkt im heutigen Tag und es wurde so gezeichnet. Und diese Zahl 10 bedeutet, unserem Selbst in Ausdruck bringen, selbst Entscheidungen treffen, ein Fundament, Basis, Selbstvertrauen. Und es spiegelt sich etwas in unserem Leben. Wir kommen mit dieser kosmischen Energie in Verbindung. All das, was wir vorstellen, sind wir im Resonanz und das manifestiert sich. Hier kommt die Manifestation und damit beginnt bei uns eine neue Periode. Der heutige Tag steht in Verbindung zum Kauak. Und das ist die Symbole dafür. Kauak bedeutet Regensturm. Das ist die heutige Tagesenergie. Blitzartige Wandlung löst es aus. Das sind gerade die Erneuerungsprozesse. Ein Wachstum. Wir haben die Verbindung zum anderen Menschen oder Gruppen. Das kann auch einen gemeinsamen Wachstum bedeuten. Wir sollen in diesen Sturm, diese Gewitter auch vertrauen, weil dadurch klärt sich etwas auf oder löst sich Blockaden. Die Krafttier, was die heutigen Tag entspricht, ist Schildkröte und diese Energie wirkt auf unseren Körper, auf unserem Herz, Blut und Nervensystem. Und das war dieser Maya-Kalender. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.